Erzberg ist Wahnsinn eigentlich. Es ist wirklich... Nein, es ist verrückt. So, ich mach das normal nicht, aber ich gebe auf. Also, es gibt definitiv zwei Seiten in mir. Sommer und Winter. Winter ist logisch. Sommer, Motorsport, Zweirad. Ich habe immer im Betrieb von meinen Eltern mitgearbeitet und habe mir da ein Netztrinkgeld verdient. Und dann habe ich mich entscheiden müssen mit 12 Jahren, ob ich einen Haflinger möchte, also das Pferd, oder ein Trailbike. Und auch wenn ich Pferde ziemlich cool finde, aber damals mit 12 Jahren, war klipp und klar, okay, ich möchte ein Trail. Und somit hat es dann dort eigentlich begonnen, diese Freude und diese Leidenschaft für zwei Räder und im Allgemeinen für Motorsport. Speedway bin ich auch mal eine Runde gefahren, habe mal einen Tag probiert. War eigentlich auch sehr, sehr cool. Mein Papa macht das als Hobby. MotoGP war nicht verarbeitbar in meinem Schädel. Mit 12 habe ich mit Trailfahren angefangen. Das habe ich dann eigentlich relativ lang gemacht. Bin dann durch den Matthias wieder zum Motocross gekommen mit 16. Ja, irgendwie bin ich schon froh, dass er Skifahren da, oder dass ich für Skifahren entschieden habe und nicht fürs Motorradfahren. Sonst hätte ich einen Konkurrenten mehr. Bin dann wieder Motocross gefahren, Trail immer nebenher. Und dann eigentlich mit 18 bis zum Ende meiner Karriere, skisportlichen Karriere, bin ich dann nur Motocross gefahren. Und dann ist der Matthias irgendwann zu mir hergekommen und hat gesagt, hey, Enduro fahren, voll cool, voll super. Du glaubst Motocross, ja okay, das ist eh ganz cool, das funktioniert und Trailfahren kostet auch ein bisschen und passt schon, dann gehe ich Enduro fahren. Aber Hard Enduro ist halt wirklich ja, schon was Eigenes. Ist, wenn ich mit guten Leuten unterwegs sein darf. Du kannst lernen. Noch die ganze Bahn von rechts auf. Es ist verblüffend, wie die Dinge lösen, wo die überall imstande sind, hinzukommen mit einem Moped. Unfassbar. Also es ist jedes Mal wieder so beeindruckend und eigentlich nicht nachvollziehbar. Michi ist für mich einfach der Edeltechniker. Ist sehr nahe am Graham Jarvis vom Style, vom Können, von seinen Skills. Und nutzt komplett seine Trailfähigkeiten. Er ist jetzt nicht einer, der was sagt, nein, da komme ich nicht auf, da fahre ich jetzt nicht weiter, fahre ich lieber runter und lass das. Sondern er will einfach wirklich alles dafür geben und hat eher ein bisschen einen aggressiven Fahrstil, würde ich mal sagen. Es ist so schwer. Yeah.
Mag nicht mehr. Wenn du einen richtig guten Schwung hast, dann probierst du das durchfahren und haust das auf, weil es eigentlich wurscht ist. So, Lanze, halbwegs war. Und da hat es der Wok auch schon aufgeschmissen, also da brauchst du nichts denken. Nein, lass mich. In zwei Wochen hilft mir auch keiner. Die einzige Stärke, die ich mitbringen kann, nein, vielleicht sind es zwei, ist der Kopf, mentale Stärke, Willenskraft. Und wenn mir das Moped umfällt, dann habe ich noch zwei starke Füße, die das Moped wieder aufstellen können. Aber fahrerisch, sorry, ist nicht viel da. Wie hart glaubst du, wird das Rennen? Sehr. Das Red Bull Erzberg Rodeo gibt es jetzt mittlerweile seit 1995 und das ist nicht gegründet worden, das ist einfach entstanden. Also der Enduro-Sport ist ja früher quasi unbeobachtet gewesen, weil die Leute sind in den Wald reingefahren, sind verschwitzt rausgekommen und waren glücklich. Ja? Das hat keiner gesehen. Und mit dieser Location, mit dem Erzberg hier, ist es erstmals gelungen, den Enduro-Sport quasi einzufangen. Anticipation is in the air as thousands of fans and competitors are strewn throughout this vertically scoured terrain-rich environment. It is this dirt that has served as a setting for countless moments of hard enduro history. Das ist recht einfach erklärt. Das ist starten bis zu 1800 Fahrer, versuchen möglichst schnell einen Berg raufzufahren. 500 qualifizieren sich, die fahren dann am Sonntag unten weg und nur ein paar erreichen das Ziel. Besonders macht es auf jeden Fall, dass einfach die Fans da, da sind tausende Leute am Berg, die campen unten, die grillen, die haben eine Gaudi, die sind überall neben der Strecke und feiern dich an. Also das ist wirklich, das macht auch was mit dir selber, wenn die Leute anschreien. Das ist einfach ein cooles Gefühl und du bist extrem motiviert. Das Red Bull Erzberg Rodeo ist, seit ich denken kann, als Motorsportler für mich so präsent. Also, mit 15 Jahren habe ich mit meinen Freunden schon geredet und habe gesagt, hey, wir müssen da einmal dabei sein. Die Anforderungen an Mensch und Maschine sind unwahrscheinlich. Ja? Und deswegen freue ich mich, dass er dabei ist und hoffe, dass er möglichst lang Spaß hat, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja? Survive. Jupp. Nein, die 4 Stunden durchfahren, das wäre das Ziel und schauen, wie weit das geht.